Ja, servus, hallo zu einer neuen Folge aus der Sudküche. Heute geht's wieder am Franksam 6TV weiter. Da kommt der komplette Motor mitgetrieben, alles drum und dran aus dem Motorraum raus. Ich will mal gucken, ob ich heute noch damit anfangen kann, eventuell der Stabi anzupassen, vielleicht die Federbe inzubauen, die Großbremsanlage drin zu setzen, also Bremskraftverstärker mit Hauptbremszylinder. Und ja, der Motor werden wir wahrscheinlich heute nicht inbauen, sondern erst nächste Woche, weil ich muss hier vorne die Kühlertraverse umschweißen. Dazu muss ich so am Blaue erstmal rausholen. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Also, wenn ihr Bock habt, bleibt nicht dran. Ich habe jetzt Federbe beide Seiten aus, komplett Motor mit Getriebe, alles drum und dran raus. Als nächstes kommt Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker, Lenkgetriebe raus. Dort noch kommt Kupplungszug, Gaszug, der Kabel, der Motorkabelbaum raus. Dann muss ich hier unten das Blech innere. Für den 6CV Stabi die Spritleitung hier ohne abmache dann. Die muss auf die Seite rausgeholt werden, weil da muss ich da ohne Art dran. Ich weiß jetzt nicht, ob ich an den Querträger ohne Probleme rin komme, um das abzubohren. Das muss ich mal gucken. Es wäre ärgerlich für am Innenbotte, ja, auf der Innenseite vom Innenraum, der Bode vorne, das Bodenblech aufzutrennen und nochmal zuzuschwesen.
Weil den Innenraum will ich nicht unbedingt auseinander machen. Da muss ich schon mal gucken, ob ich vielleicht von unten dran komme. Also da unten irgendwo innen drin. Von der Mitte aus oder so. Ansonsten gehe ich hier und schneide das raus. Ein Stück unten. Bohr oberum ab, da ich das unten rausklappen kann und nur untenrum das Stück inspäße. Ober das Loch bleibt jo. Aber das sehen wir dann nächste Woche. So, das war's von heute mit Frank Sam 6TV. Da ist jetzt alles soweit raus, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Und nächste Woche geht's weiter, weil die Kühlertraverse, die muss ja auch komplett geändert werden. Die muss ich an dem blauen Kadett, muss ich sie raushole, rausbohren. Ich habe leider keine Anaerator vom 6CV, also muss ich die dort raushole. Die wird dann hier hingeschweißt, genauso für die für das Stabi, das Blech. Und jo. Ja, genau, das war meine Woche, das war's von heute. Wir sind jetzt schon gut dabei. So wie es aussieht, kommt der 6CV-Kabelbaum nicht da komplett drin, weil der Innenraum, der sieht so gut aus, da was auseinanderzubauen oder sonst irgendwas. Im Moment haben wir den Plan, einfach nur Digitaltacho komplett anschließe, alles und den Kabelbaum so zu lassen. Da ja auch kein Fensterheber, Zentralverriegelung, nichts drin kommt und dann lassen wir dann einfach unangetastet Innenraum bis auf den Tacho. Da muss ich ja dann nur die Kabel reinziehen, muss dann Spritkabel, Ohrklemmer, also das ganz normale 6CV-Umbau, wie es damals gemacht ist. Und ja, das sehen wir dann am Montag, wie es weitergeht. Oder Dienstag. Das war es jetzt von heute fürs Wochenende. Wenn es euch gefallen hat, das Teile, Like, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.